Die Karpfen im Moritzburger Schlossteich werden sich über diesen Besuch gewundert haben. Insgesamt 600 Starter durchwühlen das Wasser. Am Anfang haben noch alle Platz, aber an den Wendestellen und Teichengen wird es eine Schwimmschlacht. Unwillkürlich verhakelt man sich. Dann kommen die halt von links und rechts und immer mal auf die Füße schlagen und das ist halt schwierig dann. Man bekommt halt Panik und dann durch die engen Bögen beim Schloss, das ist dann halt, wo eigentlich Überholverbot sind, alle prügeln auf einen rein. Er braucht nicht prügeln, dafür war er zu schnell. Nach 1,5 Kilometern steigt Bastian Dobrowald von der DAFK Leipzig als Erster aus dem Wasser. Er kann schnelle Wechsel und er kann Fahrrad fahren. Knapp eine Minute sein Vorsprung. Es folgen gut 40 Kilometer und Dobrowald fährt allein, fährt oft im Wind. Das kostet Kraft. Gerade bei der Radstrecke von heute habe ich gedacht, es geht 80% nur berghoch. Auch wenn der Taro dann natürlich andere Geschwindigkeiten angezeigt hat, wo man weiß, da fährt man gerade eben, aber gefühlt geht es hier nur hoch. Beim Wechsel vom Rad auf die 10 Kilometer Laufstrecke hatte er nur noch 30 Sekunden Vorsprung vor dem Freiberger Thomas Kerkel und dem Vogtländer Kai Schönbeck. Gerade Kerkel gilt als guter Läufer. Das Rennen entscheidet sich erst in der dritten Disziplin. Und bei den Frauen? Nach dem Kraftakt im Wasser ist Susi Pavel sehr gut Rad gefahren. Sie hat 3 Minuten Vorsprung auf ihre Konkurrentinnen, aber sie ist keine gute Läuferin. Führungswechsel bei den Männern. Thomas Kerkel ist vorn, hat Bastian Dobrowald überholt und so geht's auch ins Ziel. In einer sehr guten Zeit von knapp unter 2 Stunden siegt Thomas Kerkel vor Bastian Dobrowald und Kai Schönbeck. Also es ist ein super Gefühl. Die Radstrecke war sehr toll. Ein bisschen Gegenwind, das kommt mir zu Vorteil. Und das Laufen gehört zu ein bisschen meinen bevorzugten Stärken. Da konnte ich dann nochmal gegenhalten und den Bastian dann nochmal schnappen. Susi Pavel rettet ein paar Sekunden Vorsprung ins Ziel und gewinnt den Moritzburger Schlosstriathlon. Ich hatte bisher immer übelst Pech bei Moritzburg und ich bin jetzt froh, dass es endlich mal gelangt hat, den ersten Platz, auch wenn es am Ende auch knapp war. Am Ende waren auch die Platzierten glücklich. Manuela Süß und Virginie Garten.